Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tacket, nämlich zu Part 11 und nicht so viel rabbeln, einfach spielen. Let's Play hatten wir, glaube ich, ne? Ja. Letztes Mal hatten wir, was hatten wir denn letztes Mal gemacht? Ich glaube, da hatten wir, leck. Warum ist meine Leistung eingeschränkt? Warum ist die Leistung eingeschränkt? Egal. Diese Grafiken sehen echt scheiße aus. Also, wenn ihr bessere habt, schönere Grafiken für Tacket, unbedingt in die Kommentare schreiben. Ich finde es selber irgendwie grottig und ich kann es auch irgendwie nicht mehr ansehen, weil in der Singleplayer-Welt, wobei das ja auch Singleplayer-Welt ist, aber in der Welt, wo ich alleine spiele, kann ich es auch schon nicht mehr sehen und dann könnte ich das ja dafür auch noch benutzen. Auch wenn ihr Bock habt, irgendwie ein Texturpack, Texturenpaket selber zu texturisieren, oder wie sich das auch immer nennt, finde ich sehr cool. Und wenn ihr mir das auch noch schickt, finde ich noch viel cooler. Und so weiter und bla und bla. Und jetzt werde ich nicht weiter davon rumquatschen und werde einfach mal machen. Für diese Folge habe ich mir gedacht, was habe ich mir hierfür gedacht? Ich weiß es eigentlich gar nicht, um ehrlich zu sein. Scheiße. Ich weiß gar nicht, was machen wir denn jetzt? Wir haben das neue Haus. Wir sind eigentlich so gut wie fertig. Ein bisschen Holzkohle haben wir. Ein bisschen Kohle und so. Und Redstone. Und Zeug. Eigentlich sind wir fertig. Na gut, das war für heute das Let's Play Tacket und das war die letzte Folge und ja, schönen Dank, dass ihr es geguckt habt und ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser Season. In der nächsten Season werden wir noch andere Sachen machen, vielleicht werden ich da auch mit dem Texture Pack spielen oder andere Mods oder was auch weiß ich. Gut, bis denn. Spaß. Es war ja letztens April. Und da ich das ein bisschen verpasst habe, muss ich das ja natürlich ein bisschen nachholen, ne? Deswegen, ne? Ja. Hier will ich einmal runterfallen und sterben. Das ist bestimmt lustig. Nein, das ist nicht. Ich bin heute sehr aufgewühlt, merke ich gerade. Idee. Ach, schlechte Idee. ja. Wow, das war aber knapp. So, ich mach hier die ganze Zeit Fail, die ganze Zeit hier irgendwie irgendwas, Bidi Bolo, bla bla. Sortieren wir die Dinger erstmal und gehen pennen. So, ja, mit dem Internet wird jetzt auch klappen. Das läuft alles super einwandfrei und tippitoppo und was auch immer noch. Ja, also ich kann mich nicht beschweren, wenn ich ehrlich bin. Finde ich ziemlich cool. So. Ihr wisst, nein. Ah. Ich kann mal diesen Iron-Dust da mal reinschütten. Der ist voll, meine leer. Haben wir Holzkohle. Da ist Holzkohle. Die verkokeln wir doch mal gleich. Holzkugel verkokel. Holzkohle meine ich verkokel. So, und jetzt werde ich erstmal ein bisschen so in diese Umgebung gucken und gucken, was wir so bauen können. Vielleicht kriege ich ja auch noch coole Ideen oder was weiß ich, weil ehrlich gesagt habe ich mir überhaupt noch keine Gedanken gemacht für diesen Part. Ich habe einfach nur gedacht, ja, es ist jetzt 21:30 Uhr. Ach, nehme ich mal ein bisschen auf. Habe ich gerade irgendwie voll Bock zu. Und dann habe ich gleich die Programme gestartet und zack, bin ich am Aufnehmen. Wir können hier mal so ein bisschen durch die Landschaft trudeln. Erstmal gucken, ob ich überhaupt, ja, Schwierigkeitsgrad richtig habe und so. Werde ich erstmal gucken, was das da eigentlich auf diesen tollen großen Bergen ist.
Und dann könnt ihr auch nochmal so eine kleine Frage fragen, ob ich irgendwie so mit Brücken arbeiten soll. Also mit Brücken, so Brücken über diese riesigen Berge. Weil das ist mir gerade eingefallen, also dass ich so ein bisschen mehr baue, weil ich glaube, ihr habt noch nie ein Let's Play von Minecraft von mir gesehen, aber in meiner alten Welt, da habe ich ganz wenig nur gebaut und ganz viel mit Technik gemacht. Das fand ich ziemlich cool, aber ich weiß ja nicht, ob euch das irgendwie so ein bisschen langweilt oder so. Ich würde ja sagen, das Bauen langweilt mich, obwohl... Naja, schreibt einfach, was ihr denkt. Ich werde sehen. Und den Tree Capitator habe ich immer noch nicht draufgepackt, weil ich einfach keinen Bock hatte. Oh, da ist ein Wald. Wow. Warum ist das alles so eckig hier? Bin ich irgendwie doof jetzt, oder was? Und da ist ein Block. Zwei Blöcke, um genau zu sein. Und ich glaube, ich stehe hier gerade auf einem... Nochmal. Boah, ey, das war knapp, weil ich hätte fast zu wenig Essen gehabt, um rüber zu springen. Das wäre es, ey, wenn ich da runtergeflogen wäre. Aber ich rede schon wieder Bullshit. Bullshit. Ich glaube, ich werde demnächst auch noch einen neuen Kanal öffnen von mir und einem Kumpel, der heißt Philipp. Und da werden wir... Weiß ich nicht, aber wissen wir noch nicht, was wir da machen, aber ihr könnt ja dann mal raufglupschen. Ich werde dann, wenn der Kanal offen ist, was auch immer. Nein. Das war ja jetzt Ostern. Können wir noch restliche Ostereier suchen? Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Scheiße. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Achso, sobald dieser Kanal oben ist, also offen oder was auch immer, werde ich dieses Video von Tacket, Let's Play Tacket, da den Link hinzufügen. Ich werde dann noch mal ein paar Mal betonen und ein paar Infos darüber erzählen. Und so, aber jetzt erstmal zählt das hier, was wir hier machen, damit ich hier nicht so ein Bullshit baue. Ich glaube, das ist ganz angebracht. Jetzt muss ich mal überlegen, was habe ich denn sonst gebaut? Ich habe jetzt dann erstmal einen Extractor. Wir bauen jetzt, habe ich einen Extractor schon gebaut? Ne, den habe ich, aha, genau, ich wollte letztes Mal den Extractor noch bauen. So, dieses Teil, dieses hübsche Gerät, das wird mit... 4 Tweetabs, ein Electronic Circle und ein Machine Block hergestellt. Und ich merke gerade, wir nehmen erst 8 Minuten auf. Ich bin sehr erstaunt. Ich hätte gedacht, das dauert jetzt wieder. Geht jetzt wieder ratzefatze schnell, aber es ist ja cool. Es ist sehr cool, dass das so schnell geht. Naja, wir bauen erstmal einen Extractor. Mit diesem Extractor kann man hauptsächlich für die ersten. Benutzungen kann man dieses Sticky Resin kann man dafür benutzen oder muss man dafür sogar benutzen, damit das besser ist. Also man muss es nicht benutzen, aber es ist halt schlauer, wenn man es benutzt. Ach, egal, vergesst es. Ist egal. Aber ich glaube, ihr wisst so gar nicht, was ich meine jetzt. Ach, egal. Gut. Jetzt muss ich noch ein paar Kabel bauen. So, 3 Kabel noch. Aber ich kann gleich ein paar mehr machen. Achso, weil wir Gummi werden wir auch noch in Massen brauchen. Wie ihr hier schon so ein bisschen sehen könnt. So ein bisschen. Und diese... Diese Schaltkreise, ne? Da gibt es auch noch eine Erweiterung. Diese Erweiterung ist dann nochmal teurer. Ihr werdet dann alles sehen und spüren am eigenen Leibe. Und
Werdet ihr natürlich nicht, keine Angst. Aber Extractor. Ihr werdet es dann halt schon sehen. Den bappen wir mal dahin. Dieser Extractor kann... dieser Extractor kann Rubberwood zu Gummi verarbeiten. Ich glaube, da kommt ein Gummi raus oder zwei sogar, ich weiß es nicht genau. Oh, der ist fertig. Dann können wir das da noch reinschmeißen und so packen wir es in irgendeine Kiste. Wir müssen natürlich noch ein Sortiersystem bauen, das wird auch höchste Priorität sein. Aber kommt noch. Ich sage immer, kommt noch. Aber im Endeffekt kommt doch nichts, aber bla bla bla. Doch, es wird alles kommen. Keine Angst. Ich überlege gerade. Und ich rabbel viel zu viel. Wie soll das noch bauen? Ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen scheiße. Okay. Machen wir so. Schon unser Problem. Machen wir das so. Ich dachte gerade. Boah. Falsche Taste. Und ihr wisst, ich habe Macken mit meiner Tastatur. Das nervt. Vielleicht kaufe ich mir dort bald eine neue. Mal sehen. Ihr werdet sehr spätestens sehen, beziehungsweise hören, wenn ich es euch mitteile. Spätestens dann werdet ihr es mitkriegen. Und ich glaube, ihr habt schon so ein bisschen erfasst, wenn ich das denke, was ihr denkt. Ich baue jetzt einen Weg. Yay! Wir freuen uns ja alle so. Gar nicht. Knirschigen Kies unter den Füßen, der irgendwie ziemlich scheiße aussieht in diesem Texturenpaket. Und deswegen bitte ich euch, ein Texturenpaket für mich rauszusuchen. Sonst muss ich mir selber eins raussuchen. Ich weiß nicht, ob euch das gefällt. Och, Mann. Ey. So. Basteln wir uns das einfach mal so hier hin. Ich krieg hier gleich einen Anfall. Kann man das so lassen? Nee, irgendwie nicht. Oder? Sehr huckelig. Ey! Sehr steil. Deswegen baue ich hier jetzt mal so eine Begrenzung hin. Damit es noch steiler ist. Na, damit man nicht an den Seiten runterfällt, runterpurzelt. Jojo. Zack. Ich glaube, wir gehen gleich mal ins Bett, sonst kommen die Münsterchen und die fressen uns auf. Habt ihr gerade schon einen gehört? Aber... Feierabend. Was denn? Nichts. Wieso? Ich nehme gerade auf. Huhu. Du bist im Internet. Huhu. Ist ja nicht live. Kannst ja nochmal neu anfangen. Nee, das fange ich garantiert nicht mehr neu an. Dann muss ich ja den Safe wegmachen. Musst du ja rauslöschen. Warum? Du kannst doch da bleiben. Ein Bildchen hier?
Kann ich aber einfügen, wenn du willst. Ja, wie geht das noch? Das geht noch bis 22 Uhr. Nein. Kommst du noch auf? Ja. Ja, ich beeil mich. Ja, das war mein Vater. Da ich im Keller eingezogen bin, hat er mir jetzt gerade so, sag ich mal, Nacht gesagt. Ich mache hier, glaube ich, nur eine Begrenzung hin. Also da natürlich auch. Ich glaube, wir müssen gleich mal was essen. So. Und dann sieht das Ganze auch schon ein bisschen scheiße aus. Ach Mann. Es wird noch. Vielleicht bauen wir das hier auch alles zu. Wir gucken mal. Ja, aber im Endeffekt wollte ich das hier alles ebnen. Flach ebnen. Und dann wollte ich da schon mal da so ein Gebäude drauf basteln. Wenn euch das gefällt, wenn ihr Lust dazu habt. Aber ich weiß natürlich noch nicht genau was. Aber trotzdem ebne ich das hier auch mal. Glocken im Herbst. So. Voll spannend. Sehr, sehr aufregend. Wollen wir das hier auch noch? Ja, komm. Zack. Dann können wir... So ungefähr. Brauchen wir hier schon mal ein bisschen Weg. Das wird nur der Gartenweg sein, sozusagen. Keine Angst, das wird nicht alles so krüppelhaft aussehen. Krüppelhaft ist auch gut. Aber das wird alles noch besser. Also, wie gesagt, wir sind jetzt ja, ne? Kann ich hier keinen Keller bauen? Das ist ja doof. Naja, egal. Naja. Naja. Ich fällt mir da was. Was war das? Ach so. Ich sterbe gerade. Ich verhungere gerade. Aua. Aua. Hunger. Lauf. Ich will kein Rottenfleisch essen. Warum habe ich denn kein Essen? Och, komm. Friss. So. Nehmen wir uns gleich noch ein paar raus und dann sind wir erstmal versorgt für die Hungrigkeit. Und jetzt blubbert's schön, ey. Ich hasse dieses Blubbern. Aber man kann hier gut runtergehen. Das muss man ja schon mal sagen. So. Machen wir das hier auch noch kastig. Kastig ist nämlich mal Style. Komm. Jo. Und dann können wir ein Haus mit Basalt bauen, würde ich das gerne. Ein Basalthaus. Und da, auf diesen Glocken da, da könnten wir ja mal rüber jumpen. Also, lieber nicht jumpen, aber wohl. Können wir rüber jumpen? Müssen wir rüber jumpen.
Ja, es war ja zwar nicht gejumpt, aber geflammt. Nein. Gejumpt halt, ne? Ja, ihr wisst schon. So, ich werde hier jetzt nur gucken, wie das da so aussieht. Huch. So. Das war so ein guter Sprung, ey. Dann falle ich da einfach so hin. Das ist ja echt unfair. Ich glaube, ich baue mich da einfach hoch. Das wird wohl das Beste sein. Och Mann, ey. Sieht jetzt richtig scheiße aus gleich, aber gut. Hat's nicht anders gewollt, ne? Uah, uah. Ich glaube, das macht betrunken, kann das sein? Aber es gibt ja, glaube ich, einen Trank. Ich habe mal gehört, dass es so einen Trank gibt. Oh ja, das wird an Fläche reichen. Das wird reichen. Jo, cool. Dann bauen wir hier unsere Maschinenfabrik hin. Und, jo. Nervt. Und da bauen wir jetzt erstmal irgendwas anderes hin. Ich bin noch so unregeneriert. Müssen wir mal was, ne? Da könnte ich ja auch hinspringen, aber das wäre... Nein! Oh, ich wusste, dass das noch kommt bei den Tonereien da, ey. Boah. Himmels Willen. Sterbe ich hier fast wieder. Mal, bin ich hier irgendwie dumm oder so? Nein, bin ich natürlich nicht. Nein, nein, nein. Okay. Gut. Naja, gut. Dann können wir ja direkt zum Vulkan wandern und einfach mal ein bisschen Basalt abkloppen. Ich denke, das kann nicht schaden und so ein Vulkan ist zwar ganz hübsch, aber bisschen duster. Duster. Hm. Jo. Und ich denke, das war's dann auch schon bald mit der Folge. Und diesmal ist es kein Joke. Aber wenn ihr noch super viel Lust habt, mir bei Basalt abklopfen zuzusehen, dann lasst ruhig noch an. Werden noch circa 7 Minuten. Nein, ich werde jetzt keine 7 Minuten Basalt abklopfen. Weiß nicht, vielleicht doch. Naja, wir werden es sehen. Wir machen jetzt erstmal hier diesen Flotz hier weg. Hier. Flotze. Da ist ein ganz, ganz großer Flotzesee. Und das ist nämlich sehr schön, dieser Flotze. Und mit Flotze kann man dann sehr schöne Gebäude bauen, finde ich. Wenn wir dann noch ein bisschen weiße Flotze haben, das nennt man noch Marble, beziehungsweise Ton oder so. Nee, Ton nicht. Ton. Ich weiß es gerade nicht, wie das Ding heißt, aber Marble, ich glaube, ihr wisst, wenn ihr Tekken spielt, was es ist, dieses weiße Zeug, was in den Höhlen immer ist, kann man dann auch noch coole Sachen machen und ja. Das ist dann auch erstmal ordentlich. Und ich denke, in dieses Haus werden wir so ein Lager bauen. Also Lager, nicht irgendwie Materialien oder so, nämlich Flüssigkeiten. Junge! What is this? Oha! Das müsst ihr sehen, ey. Komm, regenerier. Nein,
muss in meinen Rechner das packen, aber er nimmt ja noch gerade auf. Sehr anspruchsvoll. Na, ne. Aber ich glaube, ihr habt es gerade gesehen. Ey, das war echt übel da hinten. Das war sowas von übel. Oh Gott. Auch geil, dass da richtiges Stein wächst. Weil ich meine... Koppel eigentlich. Ja? Ist ja cool, ist kein Koppel. Gut, wir werden da jetzt erstmal hingehen. In diese Richtung jedenfalls. Und dann werde ich schon mal... Schwert, Schwert, Schwert. Ich bin nicht gerade erschreckt, ey. Wir werden da jetzt erstmal hingehen. So, Survival Man mäßighaft. Aber vielleicht war das auch nur gerade ein Grafikbug. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe nicht, weil dann sind wir nämlich gearscht, weil wenn ihr das einmal gesehen habt, eine Creeper-Versammlung. Und das sieht gut aus. Sieht auch gut aus. Nehmen wir gleich mal mit. Und weil da nämlich ein Skeleton ist. Wie mache ich das am klügsten? Schieß doch. Wow. Schade. Ja, war schön gewesen. Wo ist jetzt dieses dumme Teil, was ich da vorhin gesehen habe? Ey, das kann ja so nicht angehen. Vielleicht war das auch nur ein Grafikbug und... Weg. Weg. Und aber eigentlich, aber nee. Das glaube ich einfach nicht. Scheiße, sind hier viele Monster. Scheiße, wirklich. Scheiße, sind hier viele Monster. Scheiße, sind hier viele Monster. Nee, ne? Das ist jetzt nicht im Ernst nur Öl. Boah, jetzt wollte ich euch was Tolles zeigen, ne? Und da ist es nur Öl. Eine Doppelquelle oder wie das hier aussieht. Eine Dreifach oder so. Sogar. Ach ja. Ich gehe doch mal ein bisschen rumgucken. Vielleicht habt ihr das jetzt gesehen. Ey, das ist doch mal ein Lavastrom. Da, so sieht ein richtig geiler Vulkan aus. Das muss man doch echt mal sagen, oder? Wah! Alter. Nein. Mein schönes Basalt. Also ich schreibe mir kurz den Dings auf. Den Dings, den... Aber wo? Dann auch Höhe 67. Okay, machen wir mal wiederbeleben und damit wäre dann unsere Folge schon beendet. Ich hoffe, sie hat euch diesmal was? Ja. Junge. Nichts. Oder doch? Ja. Der Geistervulkan. Ja, Mann. Ey, das ist ja unglaublich, ey. Wie kann denn bitte da so ein riesiger Vulkan sein? Und so viel Lava? Naja. Das wäre es dann mal mit dieser Folge gewesen und
Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt immer schön Kommentare, abonniert mich, liked vielleicht, wenn ihr Lust habt. Nicht so, dass ich like-geil wäre, nein, bin ich nicht. Mir ist es völlig schnuppe, ob ein Daumen oben ist oder nicht. Es ist einfach nur schön, wenn es ist einfach nur schön zu sehen, wenn es einem halt wirklich gefällt und so, ne? Aber ja, das war's mit dieser Folge. Ich sage ciao und bis dann. Tschüss.